Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Top 10 Video. Heute Duels. Wir fangen direkt mit Platz 10 an und natürlich gibt es heute auch für diejenigen, die eben aktiv in den Kommentaren schreiben, die Möglichkeit, einen Duel Elite Skin zu gewinnen. Ihr wisst, die Aktivität ist Trumpf. Platz Nummer 10. Da liegt bei mir die Duel Beretta Briand. Grün, sehr detailreich, mit Pflänzchen drauf. Kann man nicht sagen. Kann man es wirklich nicht beschweren. Speziell diese Top-10-Liste war wirklich schwierig, weil da gab es so viele neue, die ich noch gar nicht kannte. Also richtig krass auch, die dann eben natürlich auch weiter oben zu finden sind, wobei ich die hier auch nicht kannte. Preismäßig stehen wir da, glaube ich, sehr, sehr niedrig mit Factory New 20 Cent. Was kostet die mit Steady Track? Gibt es die in Stiderini? Souvenir. Scheinbar kein Stat-Track vorhanden. Platz Nummer 9, die Urban Shock. Sehr schicke Teilchen. Blau. Guck mal hier, schön faden, ne? Hell nach dunkel. Das ist jetzt zwar nicht so mein Fall, also jetzt speziell dieses Camo-Muster oder was es ist, aber dennoch ist es eben auf der Gesamtliste halt schon nicht schlecht. Ha. Preistechnisch auch vollkommen geschmeidig, obwohl 4,50. Naja. Aber guck mal hier, Minimal Wear, 55 Cent. Also wer auf Blau steht, kann da auf jeden Fall zuschlagen. Auf meinem 8. Platz stehen die Dual Berettas Kobalt Quarz. Auch wieder blau, diesmal deutlich mehr. Mir gefällt es generell besser, wenn die Waffe im Gesamten bedeckt ist, also mit dem Skin, den man hat, mit dem einen. Wobei es natürlich auch nicht eintönig wirken sollte. Arg viel Angebote gibt es hier im Moment nicht. 45 Euro, seid ihr wahnsinnig? 2,50 Minimal Wear, was aber auch eigentlich noch für den Skin etwas teuer wirkt. Da würde ich eher so 20 Cent sagen, für FN, normalerweise. Auf meinem 7. Platz stehen die Dual Berettas Duelists. Auch wieder blau. Mit sehr schönem Muster am Griff. Oben ist jetzt zwar extrem schlicht, aber das sticht so stark heraus. Guck mal, ist das hier oben noch mit Absicht so ein bisschen verschrubbert? Das fällt mir jetzt erst auf, dass die so ein bisschen, ja, zerrissen sind. Also auf der Seite stärker. Angebotstechnisch sieht sie dann doch sehr mager aus, auf Skin Baron selbst. Nur FN und Minimal Wear für den kleinen Geldbeutel ist da jetzt nichts dabei. Aber gut. Muss man durch. Dieser Skin auf Platz Nummer 6 ist ja oftmals auf den AKs ein Lieblingsskin von vielen. Hier auf den Beretta sieht er auch nicht schlecht aus, und zwar der Kartellskin. Der kommt natürlich nur richtig raus, wenn man halt auch genau drauf guckt, also auf diese ganzen Details, die hier verarbeitet sind, auch die Schlangen und so weiter. Da muss man halt wirklich im Stillen mal drauf schauen, im Kampfgeschehen kann man da nicht viel mitbekommen von dem Skin. Das macht ihn aber natürlich nicht schlechter. Hier oben mit Totenkopf, der die Ranken ausspuckt, die erwachsen, sehr schön gemacht. Ist wirklich ein schöner Skin, man muss ihn halt in Ruhe betrachten. Ja, und guck mal hier, angebotsmäßig sieht das doch ziemlich fett aus, wobei die meisten hier ziemlich zerschrabbert sind. Ich weiß nicht, ob die dann auch irgendwie cool aussehen, ob das so ein Skin ist, der auf kaputt besser aussieht. Wir schauen mal rein. Puh, weiß ich jetzt nicht. Sieht genauso aus wie der von gerade eben. Der eben war in Minimal Wear. Hier sehe ich jetzt... Seht ihr Veränderung? Naja, hier sind die Preise. Ich glaube, mit 5 Cent liegt man da ganz gut. Wie man sehen kann, ist so eine Kartelle auch in Field Tested beziehungsweise in Battle Scared nach wie vor sehr hübsch. Ist hier noch was richtig Dickes dabei? Ach, guck mal, Minimal Wear, 12 Cent. Stat Track. Es geht auch noch weiter. Ah, da ist natürlich einiges begraben hier an Geld. Guck mal da. Na, so weit, so gut. I need a face right now. Marina. Mit dem 5. Platz läuten wir ja schon die etwas fancyere Sache ein. Ich glaube, die gibt es zwar auch schon länger, diese Marina-Teile, bin mir aber nicht sicher, ob ich die früher auch schon in meinem Top 10 drin hatte. Die Mischung aus Blau und Gelb, die macht's. Die macht's einfach. Der Skin ist auch komplett drüber gezogen über den gesamten Skin, bis auf den Trigger und eben hier unten das Magazin. Aber sonst... Na gut, und hier halt auch nicht auf den Knöpfelchen. Naja, da musst du durch. Preismäßig fragt ihr euch jetzt, was kann ich dafür hinblättern? Tja Leute, mit 77 Cent, mit 20 Euro... bist du bei 6 Euro dabei. Ist jetzt auch keine riesige Auswahl, aber naja, man hat eben sehr günstige Dinge bis hin zu extrem teuren Dingen, von daher die Spanne passt. Es sind halt nicht viele drauf auf dieser Spanne. Aber wenn man da zugreifen wollen würde, wir schauen mal noch kurz hier in Einsatz erprobt rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Skin hier auf, ja, in dem Fall eher dann verkratzt ist. Ich denke, viele achten gerade bei so einem Skin, der über die gesamte Waffe geht, doch sehr darauf, dass er eben, ja, dass er nicht zu zerrissen ist. Gerade eben bei der Kartell war das wiederum kein Problem, aber hier, wir schauen mal noch in Minimal Wear rein. Ja gut, das geht voll klar. Minimal Wear geht wirklich stark klar. Und da sind wir auch schon auf Platz Nummer 4 angelangt. Da liegen bei mir die Cobra Strikes. Grün, ja, grün, war klar, dass das meine, oder? Dass das bei mir zumindest recht weit oben liegt. Guck mal hier mit der Cobra drauf. Da oben ist das Gift, das du rausbollerst. Hier ist ein Zeichen, Obacht, da ist Gift drin. Oder das Zeichen von Hyrule, von Legend of Zelda. Ich weiß es nicht genau. Das ganze Teil sieht sehr, sehr geil aus. Auch hier mit den Platten. Muah, vorzüglich. Aber wenn ich mir die jetzt kaufen wollen würde, was müsste ich dafür hinlegen? Fucking 20 Euro am Arsch, Alter. Guck mal hier, 2,58 Euro. Das ist doch schon eher so meine Preisregion. Aber Einsatz erprobt, na, so Bescheid. Na, guck mal, da zahlst du 2 Cent mehr und bist, glaube ich, vom Wear ein bisschen besser. Wir schauen mal rein. Oh, die gehen vollkommen in Ordnung, guck mal. Die gehen komplett in Ordnung.
Guckt euch den Kram auf jeden Fall auch an, bevor ihr den Schotter kauft, ne? So, und jetzt kommen auch gleich wieder die Top 3. Da könnt ihr gerne wieder raten, was hat er da wohl auf seinen Top 3 Plätzen. Ich kann euch echt sagen, die sind fancy, wirklich fancy. Da sind, ich glaube, zwei Sachen, die ich noch gar nicht kannte. Also eine Sache auf jeden Fall, die mir noch gar nicht bekannt war. Also auch noch nicht bekannt sein konnten, weil es zu der letzten Top 10 Zeit diesen Skin noch nicht gab. Also ratet fleißig, was ich wohl da drin habe und schreibt mir natürlich auch gerne eure Top 3 oder Top 5, Top 10 oder einfach euren Lieblings-Dual-Beretta-Skin. Jetzt geht es los, die Katze ist nicht da, also kann ich wieder das hier machen. Auf dem dritten Platz haben wir die wunderbar ausgearbeiteten Dueling Dragons. Alleine schon diese Holzgriffe. Ah, oh, Träumchen. Guck mal, der Drache, wie er da um die Zange und was, der bekommt den Kopf abgepetzt. Der petzt sich selbst den Kopf ab, ist halt wirklich ein knallharter Kerl. Der sich windende Drache. Ist es nicht geil? Sind es nicht richtig sicke Teile? Und auch die Farbgebung passt perfekt zu der Holzoptik hier unten. Und vom Preis her geht es ja auf jeden Fall. Oh, Star Trek, 5 Euro. Naja, naja. Komm, wir suchen jetzt mal ein Minimal oder Einsatz. Guck mal, Einsatz erprobt. Schauen wir uns mal an. 12 Cent. Guck mal da. Guck dir das nochmal an jetzt hier. Für 12 Centerini Bambini einfach so ein schickes Teil. Da kann man nicht sagen. Platz Nummer 2. Da habe ich die Twin Turbo liegen. Und das ist so ein Skin, den kannte ich gar nicht. Guck dir mal das Teil an. Komplett wahnsinnig. Rennfahrer Mexican Style. Marcelli, Marcello, Brentano, Ravada. Ray William Dawson. Rick Oil. Rick. Rick hat die Waffe gemacht. So, Skinbaron. Angebotsmäßig sieht es hier recht lau aus. Es gibt jetzt nicht so viele Sachen. Preistechnisch kann man da schon mit 7 Euro einsteigen bei Einsatz erprobt. Ich weiß nicht, warum das hier in Battlescat deutlich mehr kostet. Wahrscheinlich ist das so ein Skin, der bei Battlescat deutlich mehr wert ist. Wir gucken einfach mal rein. Guck mal, 35 Euro. Wir schauen mal, was da los ist. Das hat tatsächlich was, oder? So wie ein Oldtimer. Wie so ein altes Rennauto. Wirkt er jetzt davor sehr quietschig und bunt und jetzt wirkt es irgendwie ja realistischer. Aber ob man deswegen dann so viel mehr Geld dafür zahlen muss, soll das ja auch Holzoptik sein darunter? Ja, komm. Naja. Kommen wir nun zu Platz Nummer 1. Ich hoffe, ihr haltet euch alle ordentlich fest. An euch selbst, am Stuhl, irgendwo. 3, 2, 1, meins. Ich denke, es war jedem klar, dass da nichts anderes drauf sein kann als die royalen Konsorten. Grün. Oder Gold und, keine Ahnung, Gold und Silber gemischt. Platinium. Gold. Perlmuttgriff. Perlschrauben. Ein Adler. Oder ein Hippogreif oder was weiß ich. Mit diesen Waffen sind früher Könige rumgelaufen. 18. Jahrhundert. Komm, lass es 17. sein. Bumm. Damit hat man sich duelliert damals im Wilden Westen. Das waren die von den richtig reichen Scheichen. Komm mal da oben. Blätter. Ah, was kosten die jetzt, Dummbabbler? Bitte sag es uns, weil die sehen so wertvoll aus. 20 Cent. Merkst du was? Gut, die sind jetzt aber auch fast kaputt. Wir schauen mal rein. Scheinbar doch nicht. Immer noch saugeil. Ja. Ja. Ich meine, das Graue hier vorne, das Grau-Weiße. Bah. Solange das Grüne hier nicht zerrobt ist und das Goldene nicht zerrobt ist. Bis nach unten hin wird es natürlich teurer. Das ist klar. Star Trek 20 Euro. Wow. Da, Star Trek 9 Euro. Das ist so meine Kragenweite. Verstehst? Und auch noch ein Minimalware. Aha. Och, Kätzchen, was ist denn los? Die Katze kommt gerade wieder. Wieso macht. Kätzchen. Was machst denn du? Nein. Warum musst du immer ans Mikrofon gehen? Ständig macht sie ihre Haare da dran. Ja, leg dich direkt auf die Tastatur. Na klar, mit dem Arsch an die Maus. Ah jo, es geht in Ordnung. Da war die Top 10 drauf, Kätzchen. Und wenn ich jetzt Platz Nummer 1 durchstreiche, rastest du aus. Nein, du rastest jetzt nicht aus. Nein. Wie sie macht. Doch, ich raste aus. Meine Damen und Herren, es war wieder wunderschön mit euch. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Vergesst bitte die Livestreams nicht. Dreimal die Woche, die Zeiten stehen in der Videobeschreibung. Direkt hier drunter. Ihr müsst einmal aufklappen, da seht ihr sofort die Zeiten. Ziemlich weit oben. Und bevor ich es vergesse, geht natürlich wieder ein großes Dankeschön an meine Patreons raus. Vielen Dank an Gameboy7, Kutkudak, Legots, Minerswin, Nico der Profi, Noah, Sanse, Sascha und The Rack. Katze, what are you doing?